Vielleicht geht es euch genauso wie mir damals und ich weiß das noch. Ich habe so viel Positives immer über Jepoda gehört. Werbeversprechen gehalten, sage ich an dieser Stelle. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen. Hi, mein Name ist Katrin und wenn ihr euch fragt, was ich hier so treibe, naja, heute mit euch ein bisschen über Jepoda quatschen. Denn da habe ich ja schon einige Produkte in Test und Anwendung genommen. Einige habe ich auch schon aufgebraucht und euch da auch schon zu berichtet. Und heute wollte ich nochmal ein bisschen genauer auf ein paar Produkte eingehen, die ich noch nicht ganz so lange in Anwendung habe, aber schon lang genug, um euch da ein klares Fazit zuzugeben. Und ich will gar nicht lange drumherum quatschen. Ich habe euch bereits ein paar Videos zu Jepoda gefilmt. Die packe ich euch einmal oben ins i. Schaut da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Da zeige ich euch auch, wie man die Produkte anwendet. Und heute ist einfach so ein bisschen Quatschen angesagt. Denn vielleicht geht es euch genauso wie mir damals und ich weiß das noch. Ich habe so viel Positives immer über Jepoda gehört und war einfach neugierig drauf. Und irgendwann habe ich mir dann auch mal so ein Set geschnappt und bei mir einziehen lassen. Und zwei dieser Produkte habe ich auch wirklich, die ich schon leer gemacht habe, seitdem in Gebrauch gehabt. Und das sind wirklich auch Favoritenprodukte von mir geworden und ich mag sie gerne, ich habe sie schon nachgekauft, ich werde sie nachkaufen und sind so ein kleiner Teil in meiner Pflegeroutine geworden. Wie gesagt, da gibt es auch nochmal ein Aufgebraucht-Video von mir dazu, da könnt ihr auch gerne reinschauen und da erzähle ich euch auch ein bisschen mehr. Ich wollte sie aber unbedingt auch in dieses Video mit einbauen, gerade weil ich sie so gerne mag und die Rede ist natürlich, wenn wir von Korean Beauty reden, Cleansing ist da so ein wichtiger Step und wir haben ein Double Cleansing. Das heißt, wir benutzen zuerst einen Balm und da hat Jepoda einfach was richtig, richtig Gutes geschaffen, also entwickelt. Denn Jepoda ist ja eine deutsche Marke, die sich auf koreanische Kosmetik spezialisiert hat. Und in der koreanischen Kosmetik findet man halt auch ganz viel Cleansing Balm. Und ich liebe Cleansing Balm. Der schmilzt so gut mein Make-up von meinem Gesichtchen runter. Und hier haben wir The Calm Balm. Und der ist so angenehm pflegend und das mag ich halt auch. Ich habe schon andere Cleansing Balms durch und hier haben wir echt einen, ihr braucht eine erbsengroße Menge. Ihr habt da echt lange an diesem Produkt. Das meint man gar nicht, wenn man diesen kleinen Tiegel sieht, aber ihr habt da echt lange und ihr holt euch einfach ein bisschen raus, verteilt das über euer Gesicht. Wenn ihr Make-up tragt, natürlich auch über dem Make-up, um das so richtig schön runterzunehmen. Holt euch ein bisschen Wasser auf die Hände und massiert das nochmal ein, um dann den Rest runterzuholen. Und dann gibt es halt ein Produkt, was ich super finde. Es ist toll und ich kann es euch nicht anders sagen. Und das ist The Bubble Double. Und da sind wir halt bei diesem Double Cleansing. Das ist so ein wasserbasierter Reinigungsschaum. Und der ist so angenehm und gut und feinporig. Vom Schaum her mag ich so gerne leiden. Und das sind halt so die neuen Designs. Und was ich euch unbedingt halt auch noch einmal zeigen wollte. Also ich, wie gesagt, ich benutze die Produkte auch schon länger. Und mir haben sie so gut gefallen, dass ich auch in meinen Händen und in meinem kleinen Backup diese Produkte noch habe, denn die habe ich mir einmal nachgekauft, weil ich sie so gut fand. Und das ist mir wichtig an dieser Stelle. Also das ist meine Erfahrung, meine Haut, das ist ja schon mal klar. Aber ich mag sie einfach wirklich gerne und das sieht man genau an diesen zwei Schätzen. Und das war ein bisschen älteres Packaging halt noch. Das war ein bisschen verspielter mit diesen kleinen Herzchen. Ich sag mal, hier sind wir so ein bisschen cleaner und schlichter
und ein bisschen eleganter geworden, wobei ich beide Designs einfach richtig, richtig gut finde. Cleansing Balm ist bei mir so eine Sache, mache ich meistens echt nur abends, um meine Haut richtig gut zu reinigen. Und wirklich, wir haben hier Produkte, die meine Haut so gut reinigen. Also ich sage immer, macht den Test und geht danach mit einem Lappen drüber, um zu gucken, ob ihr noch Make-up-Reste, Rückstände habt. Und ihr werdet sehen, diese Sachen funktionieren toll. Und natürlich holen sie auch den ganzen Teig. Und ne, was sich so über den Tag in euren Poren so ansammelt, richtig gut raus. Erst den Balm auftragen und dann schön die Poren frei babbeln lassen, sage ich immer. Ne? Das dringt ja immer schön in eure Poren rein und holt den Dreck da raus. Dadurch natürlich weniger Hautunreinheiten. Eure Haut sieht gepflegter danach aus. Und hier haben wir echt Ingredients drin, die so hautpflegend sind, dass ihr danach schon so eine weiche Haut habt. Die zwei in Kombination sind für mich wirklich etwas, was ich nicht mehr missen möchte und deswegen auch, wie gesagt, schon nachgekauft habe und was ich ja einfach noch mal kurz einbauen wollte, weil die sind echt gut. Dann habe ich hier etwas und das habe ich mir auch persönlich gekauft und mag ich auch gerne leiden. Ist jetzt nicht mein liebster Toner, aber der ist gut. Der ist echt gut. Das ist The Mist Have und ist ein Toner zum Aufsprühen. So, wenn ihr gerade, Toner ist ja eh so ein kleines, ne, wo ich euch immer wieder ans Herz lege und immer wieder sage, es muss flutschen. Das Zeug muss in eure Haut eindringen und es dringt halt tiefer und besser ein, wenn ihr diese Grundlage habt, wenn eure Haut befeuchtet ist. Und dafür sind Toner einfach wichtig. Und hier haben wir halt einen mit Hyaluron und Hyaluronsäure und Lavendel. Das ist jetzt halt nach Präferenz, nach Geschmackssache. Viele mögen auch Lavendel nicht. Ich mag Lavendel sehr gerne. Und der ist, das ist so ein pflegender Toner. Wie soll ich einen pflegenden Toner beschreiben? Es gibt Toner, die reinigen eure Haut gut, aber sie hinterlassen die Haut ein bisschen trocken. Die sind zwar dann sehr klärend und holen euch schön den Talg ab. Oder es gibt halt noch welche mit richtig pflegenden Inhaltsstoffen, die auch nochmal gegen Anti-Aging oder sowas wirklich Wirkstoffe mit drin haben und eure Haut einfach vorbereiten auf die weiteren Steps. Und hier haben wir einen sehr pflegenden Toner, der eure Haut richtig gut beruhigt, ne? Weil dieses ganze Grubbel, was man dann halt auch so hat, natürlich reizt das eure Haut, wenn ihr hier drüber rubbelt und schrubbt und macht. Und da sowas beruhigt eure Haut wieder, gerade mit diesem Lavendel, der ja auch bekannt ist für seine beruhigende Wirkung. Dazu kommt noch Hyaluronsäure, die natürlich eure Haut gut mit Feuchtigkeit schon mal versorgt. Und den mag ich halt auch gerne leiden und wollte ich deswegen hier auch nochmal einbauen. Und bei dem ist halt so, ihr könnt euch das direkt ins Gesicht sprühen. Ich könnte mir den jetzt auch einfach wie hier übers Gesicht nochmal drüber geben, über mein Make-up drüber geben, um meine Haut ein bisschen zu erfrischen. Ich mag aber den Sprühstrahl davon nicht so gerne leiden und bin eh so jemand, der sehr gerne Toner einfach in die Hand gibt und dann aufs Gesicht aufträgt. Wenn ihr den aber benutzt, werdet ihr, auch mit den Händen benutzt, werdet ihr merken, was der mit eurer Haut macht und dass die so richtig schön weich sich anfühlt. Und deswegen einmal der Kleine auch mal in die Kamera gehalten für euch und ein bisschen dazu erzählt. Und das ist halt mit diesem Lavendelduft für mich eine tolle Geschichte für abends vorm Schlafen gehen, wenn ich so in meiner Routine, in meiner Pflegeroutine bin, die natürlich auch immer was für, ich sag nicht nur für eure Haut macht, sondern für eure Seele. Ne? So sich was Gutes zu tun, sich die Zeit zu nehmen, sich zu pflegen und eurer Haut was Gutes zuzuführen, ist ja auch so ein kleines Ritual, was man hat. Und gerade so abends ist man mehr entspannt, da kann man mehr Steps machen in meinem, also bei mir ist das jedenfalls so.
Ich bin auch ein kleiner Morgenmuffel. Wenn ich morgens in die Pötte kommen muss, dann brauche ich da nicht noch 1000 Steps und deswegen gönne ich mir da abends dann vorm Schlafen gehen richtig und genieße das auch. Und das ist auch etwas, das sollte jeder von euch tun. Gesichtspflege ist nicht einfach nur, ich packe mir irgendwas ins Gesicht, sondern genießt diese Zeit, die ihr euch für euch nehmt und ist ja auch eine Zeit der Entspannung in dem Moment. Und deswegen finde ich den auch richtig gut mit diesem Lavendelgeruch. Jetzt kommen wir zu zwei Produkten, die habe ich noch nicht so lange wie die anderen Produkte in Anwendung und bin aber hier sehr fleißig am Testen. Einmal den Repair Hero und man sieht es ganz gut, ich bin hier richtig dabei, und einmal den Glow Hero. Warum ist der noch nicht so weit wie mein Repair Hero? Davon braucht ihr nicht viel. Also ihr braucht da echt nur ein, zwei Tropfen. Und ich habe bei dem am Anfang, warum auch immer, das Problem gehabt, dass der sehr klebrig auf meiner Haut war. Das habe ich mittlerweile gar nicht mehr. Und das ist etwas, das wollte ich unbedingt mit euch teilen. Denn natürlich, die Haut spielt sich ja auch auf die Produkte ein, die man benutzt. Und erst nach einer bestimmten Zeit kann man dann sagen, bringt meine Haut dieses Produkt etwas oder nicht. Der erste Auftrag, der erste Eindruck ist natürlich auch wichtig. Aber was macht das Ganze mit meiner Haut, sieht man erst nach einer bestimmten Zeit. Und hier haben wir ein cooles Teil. Das ist echt, es ist gut. Es pflegt so schön. Da ist Niacinamid übrigens mit drin und das hilft auch gegen Unreinheiten. Meine Haut ist, ich glaube, das könnt ihr auch gut sehen, seitdem besser geworden. Also ich habe nicht mehr so die, hormonbedingt ist das bei mir, aber auch so Pickelausbrüche. Und hier ist echt was, das ich sehr gut leiden kann. Ich mag diese Konsistenz davon. Ich mag, dass es nicht mehr so klebrig ist und richtig toll in meine Haut einzieht. Und halt, das kann ich eher vergleichen mit so einem Hyaluron-Serum. Also sehr Feuchtigkeit spenden. Das soll auch alles Anti-Aging sein. Da weiß ich nicht, muss ich mal länger testen, noch ein bisschen älter werden. Das ist jetzt kein Produkt, wo ich jetzt mit anderen vergleichen würde, die Anti-Aging-Wirkstoffe mit drin haben und so ein bisschen so ein Sofort-Effekt mehr für mich mit drin haben. Aber das ist echt ein toller Feuchtigkeitsspender und fühlt sich auch so richtig feuchtigkeitsspendend an, wenn ich mir das auf mein trockenes, also ich habe ja richtig trockene Haut teilweise, auf meine Haut gebe. Die ist richtig schön, die Trockenheitsfältchen, die ich einfach habe, weil ich hier und da auch wirklich zu wenig trinke, sind dadurch verbessert. Ich hatte auch schon Produkte, wo ich sagen muss, wirklich, die fühlen sich im ersten Moment toll an. Dann habe ich die ein, zwei Stunden, ist meine Haut wunderbar, alles gut. Aber nach ein paar Stunden fängt das bei mir an, wo ich merke, meine Haut spannt wieder. Also meine Haut hat schon das Produkt so absorbiert oder, ne? Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Und hier habe ich ein Serum bei Yepuda gefunden, was wirklich auch so langanhaltend mir etwas bringt, habe ich das Gefühl. Und wie gesagt, das sind nur meine Eindrücke davon, aber das ist ein cooles Teil, was ich gerne benutze, wie man sieht, und gut leiden kann. Liebe Grüße an Juliane, die auch fleißig mit mir am Testen ist. Und bei ihr ist es der Fall gewesen, dass sich ihre Unterlagerungen verbessert haben. Da hat das Produkt bei mir leider nicht so geholfen. Ich habe immer noch Unterlagerungen und habe andere Produkte, auf die ich zwecks meiner Unterlagerungen einfach zurückgreife, und ist gerade meine untere Mundpartie ein bisschen, ja, pflegebedürftiger und braucht da einfach Sachen, die bei mir das Ganze verbessern oder nicht so schlimm machen, wie es normalerweise wäre. Muss aber sagen, dass da wirklich in letzter Zeit auch mit diesem Produkt, was ich zusätzlich in Anwendung genommen habe, dass ich
richtig, richtig verbessert hat. Und dazu noch eine tolle Pflegewirkung. Ich kann es nicht anders sagen. Auch das mag ich gerne leiden. Mein kleiner Schatz, der Chloe Hero. Aber das ist wirklich was für Leute, die das mögen. Die vielleicht nicht gerade die fettigste Haut haben. Ne? Also ich glaube nicht, dass das etwas ist für Leute, die fettige oder unreine Haut haben. Das ist wirklich hier für Team, ich hab trocken. Und da ist das toll. Und ich bin ja so, ich mag so Ölserum auch gerne. Ich mag es mir auch mal abends vorm Schlafengehen einfach nur pur ein Öl oder eine Ölampulle drauf zu machen. Mag ich auch gerne. Das mag auch meine Haut gerne. Also nicht nur ich persönlich. Ich merke das einfach an meiner Haut, dass der das gut tut. Und so ist es ja bei allen Produkten. Eure Haut zeigt und sagt euch quasi, was mag sie gerne leiden oder nicht. Das ist natürlich immer mit ein bisschen hier und da experimentieren, was funktioniert bei mir, welche Inhaltsstoffe vertrage ich. Es gibt Leute, die vertragen kein Retinol, das funktioniert bei mir gut. Es gibt Leute, die vertragen kein Vitamin C, funktioniert bei mir gut. Ich komme zum Beispiel gar nicht klar, wenn irgendwo Arganöl oder so für meine Haut drin ist, dann fängt die an und ich kriege 10.000 Millionen Pickel. Ne? So unterschiedlich ist es nun mal. Und dann gibt es ja noch trockene oder Mischhaut oder ölige Haut. Oder ne? Das sind ja auch alles Faktoren, die darf man nicht vergessen. Und unsere Haut ist unser größtes Organ und ist auch unser unterschiedlichstes Organ. Und ich war hier und schweife schon wieder ab und ja, den habe ich bis jetzt auch getestet, verwendet und ich brauche den auch nicht mehr über dieses andere Serum zu machen, was ich auch gerne gemacht habe. Ihr könnt das auch in eure Tagescreme oder Nachtcreme, wie ihr das möchtet halt, ne, reinmachen. Ihr könnt das wirklich als so ein kleines Extra vom Schlafengehen noch mit drauf machen, denn das funktioniert bei mir übrigens auch sehr gut. Hier meine zwei kleinen lila Schätze. Ich hole mal hier gleich das nächste Produkt ran, mit dem ich euch hier einen erzählen kann. Liebling. Aber die zwei auch, die machen so eine schöne Haut, wirklich. Ihr wacht morgens auf, ihr seid strahlend frisch und ich habe so eine richtig fahle, graue Haut. Wirklich, ich sehe manchmal morgens aus, da gucke ich in den Spiegel und denke mir, was ist denn da passiert? Mit den zwei Produkten, natürlich denke ich immer noch, was ist hier mit den Haaren und was ist hier mit den Fältchen und dies und das und jenes. Wie das vielleicht einige von euch kennen, wenn man so manche Tage morgens in den Spiegel guckt und denkt, ich müsste einmal hier bitte restauriert werden. Mit denen habe ich das. Sieht meine Haut einfach gut aus. Also die ist strahlender und ich kann das so schwer für euch erklären, aber ich bin mir sicher, ganz viele von euch kennen das und wissen, wie das ist, wenn man so fahl und krank aussieht. Und hier habt ihr so ein bisschen Glanz in der Hütte, sag ich mal. Und hier so ein Ölserum ist halt nicht so krass wie ein richtiges Öl und zieht besser in die Haut ein und gleichzeitig habt ihr so ein bisschen diesen wunderschönen Glow, den ich einfach super gerne mag. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das was für Mischhaut oder fettige Haut ist. Das ist aber, wie gesagt, alles ein bisschen unterschiedlich. Für trockene Haut ist das aber, glaube ich, so ein richtig cooler Helfer. Für fahle, nicht so strahlende Haut ist das auch ein schöner Helfer und den mag ich auch gerne leiden. Das habe ich euch ja gerade hier schon hingehalten und man sieht es, ne? Ihr braucht da übrigens auch wirklich nicht so viel. Ich verwende das fast jeden Tag. Und ihr könnt mal in den anderen Videos gucken. Da sieht man richtig schön, wie weit das jetzt, ich glaube, das letzte Video ist jetzt ein Monat her, wie weit ich damit gekommen bin. Und ihr braucht nicht krass viel der Produkte. Wir haben hier wieder eins mit Lavendelduft, passend für die Nacht für mich. Und das ist ein Produkt, was ich auch nicht mehr missen möchte. Das ist so eine gute Sleeping Maske. Und auch da habe ich schon einige durch. Aber das ist eigentlich ja eine Nachtcreme. Aber eine reichhaltigere Nachtcreme in dem Sinne von
Pflegewirkung. Also sie sitzt nicht auf eurer Haut oder ne, ihr habt da kein Ölfilm oder sonst irgendwas, sondern einfach eine sehr gute Pflege, die über Nacht, wenn ihr auch zur Ruhe kommt, eure Haut, euer Körper zur Ruhe kommt, richtig schön was bewirkt in meinen Augen. Und das Ergebnis davon seht ihr und spürt ihr am nächsten Tag und über eure Hautfarbe und eure Haut im Spiegel betrachtet. Übrigens hier, The Midnight Magic heißt das Ganze. Ich liebe diesen Namen und ich liebe es, dass es wirklich auch das macht, was draufsteht. Werbeversprechen gehalten, sage ich an dieser Stelle. Denn wirklich, das ist so eine kleine Magie über Nacht, die eure Haut schön zaubert. The Make My Day Cream habe ich auch noch hier. Und die ist auch gut, um Gottes Willen, ne? Wird aber nicht meine allerliebste Creme werden. Auch da habe ich einfach Produkte, die bei mir persönlich besser funktionieren. Dennoch eine gute, pflegende Creme, die eure Haut, und das haben alle Produkte von Yepoda, die machen eure Haut Baby-Popo weich. Es ist einfach so. Die aber in Kombination mit dem Öl, diese zwei zusammen, ob, wie gesagt, reingemischt oder nochmal drüber gegeben. Das ist für meine trockene Haut etwas sehr Gutes. Die allein ist sehr pflegend, ist sehr schön, aber ich brauche ein bisschen mehr. Und da kommt der Kleine halt in Einsatz, ob wie gesagt ihr das drüber gebt oder in die Creme einmischt ist oder drunter gebt. Das könnt ihr handhaben, wie ihr möchtet. Da funktioniert alles. Ihr könnt da echt so ein bisschen rumspielen, je nachdem, wie ihr das möchtet. Aber das ist für mich eine Kombi, die sehr gut funktioniert und definitiv besser funktioniert wie die Creme alleine. Ihr dürft nicht vergessen, dass ich wirklich, ich habe sehr gute Produkte bei mir zu Hause gegen diese Sachen auch wirklich konkurrieren müssen. Und da ist es immer schwer zu sagen, ist ein Produkt besser oder schlechter, weil da so viele Faktoren mit reinspielen. Was ich euch einfach nur sagen kann, funktionieren die Sachen. Und ich glaube, das ist ja auch das, was euch interessiert und was euch wichtig ist. Wie gesagt, bei mir funktionieren sie richtig gut. Fazit des Ganzen, ihr merkt schon, es haben sich so ein paar kleine Favoriten rausentwickelt über den Benutzungszeitraum und ich habe auch wieder für euch einen Code an dieser Stelle. Den blende ich euch ein, den schreibe ich euch unten in die Infobox. Mit dem spart ihr nämlich 30% und der ist 2 Wochen lang gültig. Wenn ihr möchtet, wenn ihr neugierig seid, wenn ihr das testen möchtet, immer ein bisschen auf die Codes achten. Da kommt ihr immer günstiger dran und das ist mir auch wichtig. Mit diesen Reduzierungen sind wir nämlich bei einem Preispunkt, der echt gut ist für tolle Inhaltsstoffe für gute K-Beauty-Produkte. Und ja, meine kleinen Lieblinge, Leute, wer hätte es alles? Und das war auch wirklich so ein bisschen Liebe auf den ersten Auftrag, morgen. Also wenn man dann morgens so in den Spiegel guckt und sein Gesicht fühlt und den Effekt einfach sieht. Und das hat sie auch wirklich eigentlich von Anfang an gemacht. Und deswegen mochte ich sie auch von Anfang an. Ich mag sie immer noch. Sie ist toll. Und dann haben wir hier, aber hier sind noch so kleine, wirklich, die sind toll. Ich kann es nicht anders sagen. Balm und Bubble Double, den sowieso, den finde ich richtig, richtig gut. Das hier ist echt ein hammerguter Reiniger, Reinigungsschaum in dem Moment. Und das hier ist ein richtig, richtig guter Cleansing Balm. So, die zwei dann noch in Kombination gebracht und das mag ich richtig gerne. Alle anderen Sachen sind auch richtig gut. Also da gibt es wirklich nichts Schlechtes drüber zu sagen. Und das würde ich, wenn es etwas gäbe. Oder ne, es kann ja nicht alles so für meine Haut funktionieren, wie gesagt. Aber sie funktionieren, sie sind gut, sie sind pflegend, sie fühlen sich toll an. Ihr habt wirklich eine kleine Baby-Popo-Haut. Die Haut ist strahlender, leuchtender. Und was ich auch noch hier erwähnen wollte, unbedingt. Leute, ich liebe Firmen, wirklich. Und da weiß man schon meistens, wo man dran ist.
die 30 Tage Geld-Zurück-Garantie geben. Denn ungefähr 30 Tage braucht ihr halt, bis eure Haut so ein bisschen rausfindet, ist das was oder ist das nichts. Und da könnt ihr sogar die Produkte wieder zurückschicken, wenn sie bei euch nicht funktionieren, und bekommt euer Geld zurück. Das bieten einige Firmen an und das ist auch so ein Ding, wenn man sowas hat, dann weiß man meistens schon, wo man dran ist. Und wie gesagt, diese 30 Tage Geld-Zurück-Garantie habt ihr auch bei Jepoda, was ich klasse finde, aber nicht in den Backup-Räumen, dann müsst ihr schon benutzen und gucken, ob es funktioniert. Aber finde ich eine klasse Sache, dass so etwas angeboten wird und zeigt einfach auch, dass auch die Firma von ihren Produkten überzeugt ist. Und das soll es gewesen sein. Umso länger man etwas benutzt, umso mehr kann man sagen. Und deswegen gab es hier auch nochmal ein kleines Video und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe vor allen Dingen, ich konnte euch da ein bisschen Input zu den Produkten geben. Das ist halt auch das, woran ich Spaß habe und euch gerne mitnehme. Auch hier und da gibt es ja dann auch mal so einen Produkttest und zeige euch ja auch meine Haut, wie sie ist. Und das ist mir auch wichtig, ne? Ich wünsche euch wundervollen jetzt einfach nur noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, Mittag. Nachmittag. Genießt die Zeit im Badezimmer mit eurer Pflegeroutine, mit welchen Produkten auch immer. Gönnt euch, ihr Lieben. Ihr seid es wert. Ihr seid es euch allen wert. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Süßen. Macht's gut. Tschüssi.